Deutschlandwetter. Täglich euer Wetter auf YouTube. Heftige Unwetter mit Starkregen und Hagel sind am gestrigen Montagnachmittag über Süddeutschland hinweggezogen. Der Allgäu im Süden Bayerns wurde dabei am schlimmsten getroffen. Innerhalb von nur wenigen Minuten ist ein großer Sachschaden entstanden mit Hagelkörnern, die Golfballgröße hatten. Die Ortschaften verwandelten sich innerhalb Minuten in eine Winterlandschaft. Der Hagel lag teilweise bis zu einem halben Meter hoch. Viele Bäume wurden komplett entlaubt, mancherorts sah es wie im Winter aus. Anwohner räumten die Straßen mit Schneeschippen und mussten verstopfte Gullis freimachen. In Füssen mussten Hotels teilweise evakuiert werden. In der Nacht sind die Gewitter jedoch aus dem Freistaat abgezogen. Die Feuerwehr zählte in Füssen rund 120 Einsätze. Unter anderem drangen Wassermassen in einen Kindergarten und ins Eisstadion ein. Vier Hotels mussten nach Angaben teilweise evakuiert werden, weil das Wasser von oben reingedrückt hat und auch von unten. Also sehr herausfordernd. An sämtlichen Bahnübergängen zwischen Füssen und Hopferau waren aus bislang ungeklärten Gründen die Schranken nach unten gegangen. Die Übergänge sind nicht mehr passierbar gewesen. Für mehr Informationen abonniert gerne den Kanal, um zu diesem Thema nichts mehr zu verpassen. Ich bin Patrick von Lidom Produktion. Euch allen noch einen schönen Dienstag und bis morgen.